Hallöchen und willkommen zurück hier in unserer kleinen Mob-Farm, die eigentlich echt gut funktioniert. Ich bin begeistert. Nein, willkommen zurück bei OneBlock. Und ja, das letzte Mal, im letzten Video, haben wir hier ja ein bisschen expandiert und ein bisschen rumprobiert und haben natürlich auch unseren Villager hier, Jackie, bekommen. Für Jackie müssen wir noch ein Bett hinstellen. Beziehungsweise wir brauchen allgemein Betten, deswegen müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir heute Strings irgendwie herbekommen. Ich brauche noch ein bisschen Ressourcen, vor allem Dirt, vor allem hier oben und natürlich ein bisschen Cobblestone. Und ich möchte hier auf jeden Fall viel Grün haben. Sehr viel Grün. Und vielleicht noch ein bisschen Stein mit integrieren. Ein bisschen das Ganze abgrenzen. Muss jetzt die Wiese auch noch ein bisschen rüber wachsen, dass das hier mal nicht so trostlos aussieht. Dass wir auch noch ein bisschen rumprobieren können. Deswegen ist meine Aufgabe fürs Erste jetzt erstmal Bett organisieren. Wir haben ja ein Bett geopfert, um Jackie zu bekommen. Aber dafür haben wir jetzt gar kein Bett mehr. Was schlecht ist. Und auf jeden Fall werden wir die Mob-Farm jetzt noch ein bisschen umbauen, den Wasserstrom noch ein bisschen verbessern. Das steht mal ganz klar fest, dass die nicht immer nach hinten abhauen können. Die kleinen Schwänchen. So, haben wir vielleicht noch Farbe? Wir müssten, glaube ich, noch ein bisschen Color übrig haben irgendwo. Ja, Orange. Orange County. Machen wir mal. Ein orangenes Bett. Ich liebe Orange. Mir ist nicht aufgefallen, dass mein Logo ist Orange. Na, da freut sie sich, dass ein Bett da ist. Ja, ich mich auch. So, Step 1 achieved. Wunderbar. Mob Farm bauen wir noch um. Dafür brauchen wir Material. Dafür müssen wir jetzt noch ein bisschen auf den Ding rumhauen. In der Hoffnung, dass vielleicht noch ein Villager auch vorbeikommt. Was möchtest du? Ja, ich kaufe dann schon irgendwann bei dir ein. Keine Sorge. Du hast günstig Brot. Ich würde sagen, wir sind ziemlich voll. Gut. Ja, hör auf zu grummeln. Ich komme ja noch zu euch. So, ich gehe mal kurz hierher. Mach das mal hier schnell rein. Dirt. Nicht Date, sondern Dirt. Gibt's Core Dirt? Klar. Und Dirt. Wir können Saplings zu Dirt machen. Also mit einer extra großen Baumfarm könnten wir Dirt herstellen. Und das können wir dann vermehren mit Gravel und kriegen Core Dirt. Ja, nice. So, Jackie, steh mal kurz auf. Danke. Ich habe auch wieder einen Respawn Point, das ist auch nicht verkehrt. Und was ist mit dir? Achso, du warst ja immer, dachte ich. Gut, das heißt, wir brauchen hier Dirt, dass wir viele Bäume setzen können. Ich pflanze mal nebenbei Bäume an. Dann können die wachsen, dann kriegen wir wieder Setzlinge. Setzlinge haben wir ja schon eine ganze Ecke, oder? Ja, aber nicht so viel. Spruce haben wir deutlich mehr. Machen wir mal, die haben wir extra gekauft. Jungle, ja, der ist auch noch nicht so ergiebig. Aber die Oak, die müssten ja eigentlich schon ein bisschen was abgeben. Deswegen machen wir jetzt mal eine Batterie an Oak Trees. Ihr könnt mal nebenbei wachsen, während ich hier rasiere. Wachsen, rasieren. Schlechter Wortwitz, aber musste sein. Ich baue jetzt einfach mal weiter. Und du. Oder du. Oder auch du. Oh. Wäre nice, wenn du kommentierst, abonnierst. Wie auch immer. Ich habe gesehen, 75% von euch, die hier immer wieder reinschauen, haben noch nicht auf Abo gedrückt. Aber ihr guckt. Also, wenn es dir gefällt und du hier reinschaust, dann drückt doch gerne auf den Button. Würde mir helfen, würde dir helfen, würde uns allen helfen. Mei, oh mei, das ist ja hier ein Männlein laufen. Was ist denn hier kaputt? Apropos kaputt, warum geht die Picke nicht kaputt? Ist ja schön, dass sie so echt hält, aber. Hallo? Also in der Anzeige ist nichts mehr da. Ja, geht doch. Prismarine Shard. Nö. Kelp? Habe ich, glaube ich, schon.
Pumpkin habe ich auch schon. Knochen für Dirt. Ist jetzt kein schöner Trade. Turtle? Ein Pferd. Ja, klar, warum nicht? Knochen für Dirt. Nö. Nö, nö, nö. 10, 20, 30, 40, 50, 80 Gravel. Wenn ich jetzt 24 einsetze, komme ich 31 dazu. Dann kann ich das daraus wieder 31 Dirt machen. Von daher ist das eigentlich ganz gut vom Trade-Bereich her. Ja, da kann ich auf jeden Fall das Ganze ein bisschen positiv bearbeiten, sage ich jetzt mal. Habe ich ja auch noch das Cornstarch, siehst du, das kann man alles nochmal gleich anpflanzen. Machen wir nicht immer das gleiche, aber vorher schmeißen wir mal Jackie hier raus und das sind einige Saplings. Wir können auf jeden Fall oben schon mal ein bisschen ausbauen und schauen, ob der Tierspawn aktiv wird. Machen wir schon mal die ersten Bäume da hinten einfach drin. Ja, ich habe euch nicht vergessen, keine Sorge. Ich möchte noch ein paar Betten haben, so ist es nicht. Na komm, hör auf zu tanzen. Jetzt hier mal ausleuchten, damit ich hier mal ein bisschen den Umbau starten kann. Mysterious Trader, was hast du denn für uns? Du hättest für uns Sand. Trials Key. Summer Trials Challenge when dropped into the void. Ha, so kriegen wir die also. Komm her. Ich nehme, was ich kriegen kann. Das heißt, wenn wir was ins Void schmeißen, dann tauchen die auf. Okay. Nice to know. Wenn ich jetzt dann quasi hier was hinlege, machen wir jetzt mal wieder probeweise. Dann fließt das Wasser bis dahin. Das heißt, hier müsste dann ein Wasser gelegt werden, was dann quasi in die Richtung fließt. Okay. Das sollten wir hinkriegen. Das heißt, hier kommt der Hopper hin. Hier müsste dann das Monster dann draufstehen. Aber wir lassen jetzt den zweiten auch mal da, für den Fall das. Gut, das bauen wir jetzt mal so aus. Holen uns hier mal kurz ein bisschen Licht her. Und bauen mal das Grundprinzip auf. Und dann testen wir das Ganze natürlich. Und dann müssen wir die Spawnfläche eins höher machen. Das heißt, es kommen keine Endermen, sondern die kommen dann quasi auf die Höhe. Die Monsterchen. Und laufen dann quasi von hier vorne, werden sie dann weggespült und zu uns getragen. So, und hier kommt dann wieder der Schlitz rein und dann schlagen wir rein. Jo, okay, das ist der Plan. Finden wir raus, ob dieser Plan dann auch aufgeht. Und zwar auch mit dem Wasser legen. Nicht ganz, weil es gegenarbeitet. Okay. Also entweder ich lege das alles mit Trichter aus oder ich sorge dafür, dass das Wasser ja im besten Fall laufen sie hierher, aber ich möchte eigentlich schon, dass das alles irgendwie eingesammelt wird. Ja, dann werden wir wohl an Trichter nicht vorbeikommen. Irgendwas stimmt hier nicht. 1, 2, 3, 8. Achso, ja, es ist ja kein richtiger Kreis. Ah, ich hab mich gerade selbst verwirrt. Basti setzt Verwirrung ein, hat sich selbst verwirrt. Alles klar. Aber Asymmetrie ist ja eigentlich voll in Ordnung. Der Wandering Trader, mein lieber Freund. Schön, dass du mal vorbeischaust. Ja, wir werden noch mit dir in den Handel gehen. Was hast du denn da für uns? Nix gehört. Und da kommt auf jeden Fall was rein. Gut, dann müssen wir hier schauen, dass wir das Ganze
noch ein bisschen ja, ausleuchten, dass hier definitiv keine Monster spawnen, aber da drin schon. Wusste ich doch. Irgendwas ist immer. Danke für das Leder. Ich hau jetzt mal die 800 Blöcke auf jeden Fall noch durch. Und schaue mal, dass ich ja einfach mal die Sachen noch herkriege, vor allem Eisen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch das ganze Dirt und Gravel, um hier noch ein bisschen größer zu werden. Und wenn wir dann irgendwann da drüben genug Wiese haben, was schon echt dabei ist, dann können wir teilweise das Dirt wieder abbauen, wenn wir genug Gravel gekauft haben und können das Ganze wieder vermehren. Das heißt, wir müssen hier nicht die ganze Zeit stehen. Dann machen wir uns eine Schaufel, hauen wieder ein bisschen Dirt runter, mischen das wieder und vermehren das wieder und so weiter und so weiter und so weiter. Ja. Dafür hole ich das Gravel zum Beispiel. Ich wollte gerade mal kurz meine Sachen abgeben und irgendwie da draußen unten das Lichtlevel nicht so geil. Mal gucken, wo das Problem liegt. Hier ist irgendwo noch ein Viech unterwegs, oder? Oder nicht? Mach jetzt einfach mal. Okay, da hat sich ein Villager geändert, während ich eine Fackel sitze. Danke. Ha. Na, du kommst wieder, weil das ist ein bisschen teuer. So. Und dann wieder der Klassiker F3 an T. Und weiter bauen. 700 Blöcke noch. So. Mal wieder Inventar ausleeren. Und? Ein Monster zu sehen. Sehr schön. Schauen wir mal, ob da hinten jetzt dann bald Tiere auftauchen. Wir werden es rausfinden. Na super. Ah, ich arbeite hier die ganze Zeit. Und habe vergessen, mich zu entmuten in der Aufnahme. Weil ich nebenbei kurz am Telefon war. Yay. Okay, also kurze Zusammenfassung. Der Tierspawn ist aktiv. Er funktioniert. Der Tierspawn funktioniert. Wir haben die ersten Chickens on Tour. So, wir haben Dirt zu Cursed Dirt gemacht und ich habe das gleich wieder nochmal abgebaut. Denn wenn wir jetzt wieder Gravel haben, dann können wir dieses Dirt wieder vermehren. Da ist nochmal Cursed Dirt. Und das können wir dann wieder vermehren und wieder vermehren und wieder vermehren. Das heißt, unser Bottleneck ist aktuell Gravel. Das heißt, wir müssen schauen, dass wir auf jeden Fall Trades herbekommen, die uns vielleicht nur Cobblestone kosten für Gravel. Das heißt, ich muss Cobblestone auf Vorrat haben. Brauche ich ja eh, weil ich muss hier noch weiter die Form noch ein bisschen auslegen. Und dann können wir das hier, die 4 Stacks zu 8 Stacks machen und so weiter. Und so weiter und so weiter. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass der Tierspawn doch funktioniert. Das ist nice. Das heißt, wir brauchen demnächst jetzt eine Möglichkeit, kurz die Chickens einzusperren. Und müssen hoffen, dass dann demnächst Kühe oder irgendwas erscheinen. Und ich muss auf jeden Fall hier unten mal aufräumen. Hier ist nämlich Wahnsinn, wie laut das ist. Ah, es ist übel. Ein Schwert. Und dann haben wir auf jeden Fall, ich glaube, so jedes Tool, das wir auf jeden Fall irgendwie brauchen können. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen Eisen haben, werden wir jetzt hier die Farm noch ein bisschen besser austrichtern. Dass die einfach besser einsammelt. Aber wir brauchen noch ein paar Trichter mehr. Aber es ist cool. Tierspawn aktiv. Da kommt ein bisschen was bei rum und wir haben auf jeden Fall eine Sammelstelle für das. Ein Spruce hängen sein. Ey, was hauen die alles raus? Okay, der Drop ist auf jeden Fall genervt. Wir haben 41, das ist gut. Dann kriegen wir wieder ein paar Trichter mehr und da haben wir nochmal welche drin. Passt. Rennen wir einfach mal durch. Gucken mal, was bei rumkommt. Wir brauchen auf jeden Fall hier unten noch ein bisschen Material. Oh, ist schön. Es nimmt langsam Form an. Wir haben auf jeden Fall echt eine ganze Ecke heute wieder geschafft. Und ich bin super zufrieden, dass das auch mit dem Tierspawn jetzt hinhaut.
Und irgendwer hat ein Ei gelegt. Jetzt brauchen wir noch die Phantome. Dann haben wir wieder ein Achievement. Und bin noch am Überlegen, ob ich einen Trial Key werfe. Wäre natürlich schon mega interessant. Aber bin dann noch echt unschlüssig. Ich habe es grunzen gehört. Da willst du gerade ein Ei einsammeln und dann höre ich es grunzen. Ist hier ein Schweinchen? Da ist ein Schweinchen. Der Tierspawn springt. Zwei Schweinchen. Alter Verwalter. Okay, jetzt brauche ich mal kurz irgendwie einen Stall. Ist mir bewusst wie, aber ich brauche einen Stall. So. Komm mal her. Die ersten sind gepaart. Advancement made. Yes. Sehr schön. So. Und da haben wir Hütchen. Guck mal hier. Du bist kein Hühnchen. Wenn ich das mal so sagen darf. Du bist kein Hühnchen. Ja, schau mich nicht so an. Du bist kein Hühnchen. Du musst nicht mitlaufen. Mei, oh mei. Oh, ist er wieder eifersüchtig, die liebe Chucky. Da muss ich glatt mal hier ein bisschen Bestechung betreiben. Eine Kuh. Ja, mu. Randa, lass Miranda, denn sie will ja. Jedes Tier, das abhaut, wird getötet. Habe ich das schon gesagt? Oh, die geben auch Karotten. Und da ist eine Hexe. Also die Drops sind genervt. Nice. Dann würde ich sagen, verbringen wir die Zeit, bis die Phantome auftauchen. Noch ein bisschen damit. Monster zu schlagen. Bist du gespawnt oder bist du abgehauen? Nee, du bist gespawnt. Beetroot. Finde ich cool. Was wollte ich machen? Was wollte ich tun? Das weiß ich gerade nicht mehr. Achso, ja, wir brauchen Cobblestone, aber wir brauchen auch die Phantome. Also wird es Zeit, dass die Jungs mal vorbeischauen, würde ich sagen. Da haben wir noch eine Diamond Picket, die haben wir mal irgendwann auf Halte gelegt. Und für den Fall, dass ich mal irgendwie doch zu Tode komme, habe ich auf jeden Fall eine auf Rückhand. So. Wir brauchen schreiende Nachtgespenster. Bitte. Hey. Habe jetzt die ganze Nacht nichts gehört von Phantomen. Von daher warten wir mal die nächste Nacht ab, oder? Und setzen wir das Ganze mal ein bisschen hinter. Ne? Und dann läuft das Ganze schon mal ein bisschen automatischer. Automatischer. Nicht ganz automatisch, aber das wird auf jeden Fall besser eingesammelt. Was sind die Hopper? 13 haben wir. Not the yellow from the egg, aber auf jeden Fall besser als erstmal gar nichts. So, und dann noch 4 in die Richtung. Und dann brauchen wir nochmal 4 Stück. Das heißt 20 Eisen und dann haben wir das Ganze voll eingesammelt. Full und Jens. Habe ich da ein Pferd gehört? Ein Esel. Und Schafe. Jetzt geht's aber los hier. Komm rein mit dir. Trau dich. Trau dich. Trau dich. Geh doch. Sorry. Aber Muli kann ich gerade nicht brauchen. So. Geht doch. Nimm langsam Fahrt auf. Bräuchten aber trotzdem bitte noch eine andere Kuh. Oder eine zweite Kuh. Ich weiß es nicht. Also zweite auf jeden Fall. Eine dritte, vierte, fünfte, sechste und so weiter. Das wäre nicht schlecht, weil, ja, Dinge. Ne? Verzauberung und so. Aber da müssen wir auch noch gucken. Ich muss mal gucken, wie ich Sugarcane kriege. Das habe ich immer noch nicht bedacht. Ich brauche ja Papier. Papier heißt Sugarcane. Bedeutet, wie?
Sugarcane ist Wheat Seeds und Clay. Ah, jetzt hier. Okay. Gut zu wissen. Und Sand. Sand ist Stone, Clean Stone und Dirt. Das ist Tag, oder? Ja. Das ist immer auch Tag. Aber irgendwie wollen die Phantome noch nicht so. Kann nicht mehr wenig schlafen. Also da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir die dann herbeibeschwören. Vielleicht müssen wir machen wie bei Beetlejuice, dreimal ihren Namen sagen. Also Phantome, Phantome, Phantome. Zeigt euch doch bitte ja mal. Ich kann nicht mehr als hier nachts im Dunkeln, im Regen durch die Gegend hatschen und auf euer Geschrei warten. Mitternacht vorbei sogar, der Mond ist schon wieder am Aufsteigen. Also normalerweise müssten sie jetzt am Himmel schreien und sagen, juhu. Na, ihr klassisches, ja, wir sind frei. Aber bis jetzt passiert hier nichts. Vielleicht kommen sie auch nur im Nether. Weil im Better Nether gibt es ja einen eigenen Bereich. Vielleicht. Könnte ja sein, dass es dann so gedacht ist, dass die eher so Nether-Kinder jetzt werden hier in den Modpack, aka nicht Modpack. Na, da an dem Punkt waren wir jetzt schon mal. Ist immer noch nichts erschienen. Ich kann nicht mehr als mich präsentieren. Dann müssen wir auf jeden Fall in den Nether schauen, ob die da spawnen. Ich werde auf jeden Fall trotzdem nicht schlafen. Natürlich schade, weil dadurch der Tag für unseren neuen Besucher sich noch ein bisschen hinzieht. Aber hey, wir haben immerhin 12 Tage schon. Davon haben wir auf jeden Fall mindestens jetzt 5 Stück nicht geschlafen. Gut, dann heißt es für mich jetzt weiter Steine klopfen. So, neue Nacht, neues Glück. Wir schauen mal, ob weitere Phantome vielleicht doch mal sich zeigen. Es wird ja langsam mal Zeit, dass die sich zeigen. Und wenn nicht, dann gehe ich wirklich der Annahme, dass das irgendwie modifiziert wurde. Dass das Ganze eher im Nether stattfindet. Ich muss mal ganz kurz das Fenster hier zu machen, weil die Baustelle macht schon wieder Lärm und ich will die Aufnahme nicht versauen oder nochmal starten müssen. Deswegen, falls kurze Geräusche drauf waren, sorry, aber ich bin sofort wieder da. Ich muss kurz das Fenster zu machen. So. Ja, der Kranführer. Ich weiß nicht, was der mit dem Kran macht, aber er schwenkt den hin und her wie so ein Pendel. Ich glaube, der hat Spaß dabei. I don't know. Lustigerweise starten solche Sachen immer dann, wenn ich mir denke, so, hast alles erledigt? Zeit für Aufnahme. Ich werde jetzt erstmal hier noch den Boden verlegen. Ich hoffe, dass die Phantome auftauchen. Es ist schon wieder Mitternacht. Also wenn, dann müssen sie jetzt langsam spawnen. Sollten sie auftauchen, kriegt ihr natürlich ein Update. Ansonsten ziehe ich jetzt einfach durch. Und wir werden einfach weitermachen wie gewohnt. Und ich hole euch dann dazu, wenn wir mal das Gravel-Dirt-Experiment machen, indem wir dann wirklich mal gucken, lohnt es sich? Machen wir Plus, aber rein vom logischen Rechenaspekt machen wir auf längere Sicht Plus. Und da haben wir schon wieder was. 10.000 Blöcke haben wir platziert. Nice. Easy. Bin gespannt, was die nächste Stufe ist. Sieht man nicht. Das war's. Mehr wie 10.000 gibt's nicht. Ist ja langweilig. Also ich würde auf jeden Fall locker gefühlt auf 50.000 kommen. Hätte ich mal gesagt. Die Fläche jetzt noch mit Dirt auslegen. Sind wir auch nochmal bei gut 4.000. 3.000 und ein paar zerquetschte pro Ebene. Also ja. Plus dann noch ein bisschen Deko und allem möglichen Zeugs. Kommst du auf jeden Fall problemlos ran.
Hat sich gerade eine Spinne getötet. Die ist runtergesprungen. Habt ihr es gesehen? Nice. Schauen wir mal kurz nicht hin. Und dann spawnt hier irgendwie eine Spinne, die Selbstmord betreibt. Fragwürdig. Und ein Enderman. Der klaut schon wieder Blöcke. Das geht gar nicht. Dankeschön. Das geht gar nicht. Vergessen auszuleuchten. Okay. Und fertig. So. Und wir haben noch einiges an Rest übrig. Das ist gut. Phantome kommen auf jeden Fall nicht. So viel kann ich sagen. Also hier ist auf jeden Fall das Ganze ein bisschen genervt, dass die nicht erscheinen. Schade, aber was willst du machen? Dann geht's weiter zum nächsten Experiment und zwar. Genau, passe ich in den Komposter? Ja, tue ich. Gut. Wir machen uns mal Gravel. So, haben wir schon mal 4 Stack. Wie viel Dirt haben wir noch? So, jetzt machen wir uns wieder Horse Dirt. Dann können wir wieder 2 Stack nehmen von der Erde und die dann wieder umwandeln und so weiter und so weiter und so weiter. So der Plan. So vermehrt sich dann die Insel und wenn alles gut läuft, würde ich sagen, haben wir schon eine ganze Menge an Blöcke geschafft und gesetzt. Statistisch gesehen haben wir an den Items von den Cleanstones 8600 abgebaut und von den Cobblestones 1300. Also wir haben einiges an Blöcken genutzt, abgebaut, gesetzt, wie auch immer. Nice. Aber wir machen auf jeden Fall definitiv Gewinn. Wir haben jetzt aus 2 Stack Dirt wieder 4 Stack Cost Dirt gemacht. Jetzt kann ich wieder 2 Stack nutzen und kann daraus wieder Gravel machen und die anderen 2 Stack kann ich dann wieder verdoppeln. Und somit habe ich dann auf jeden Fall immer ein bisschen Überschuss und kann die Insel dann problemlos auslegen. Das ist nice. Das ist ein cooles Prinzip. Aber man muss auf jeden Fall ein bisschen was investieren, aber es geht. Es geht. So, ich habe mir mal ein anderes Konzept überlegt, weil es funktioniert schon. Also ja, aber es ist manchmal ein kleines Draufzahlgeschäft. Nur manchmal. Und zwar genau in dem Zeitpunkt, wenn du den Gravel herstellst. Da zahlst du erstmal drauf. Der zweite Craft bringt dann den Gewinn. Das heißt, du machst einen Craft for free und ein Craft bringt dir was. Und das missfällt mir. Außerdem habe ich ehrlich gesagt die Nase voll von der Abbauerei. Deswegen mache ich das jetzt so. Ich habe mir jetzt hier diese Pattern gemacht. Räume mir jetzt die großen Fichtenbäume. Schlag die runter. Schnapp mir die Setzlinge. 4 Stück werde ich immer pro Pattern wieder auffüllen und die restlichen werden dann direkt umgecraftet zu Dirt. So wird sich das Ganze nach und nach füllen. Und so habe ich auch dementsprechend immer genug Holz für weitere Baumaßnahmen, weil ich werde eh, sage ich mal, zu 90-95% nur Spruce Wood verwenden. Von daher ist es ganz okay. Und so kriegen wir auf jeden Fall genug Holz ran. Und auch dementsprechend Setzlinge.
Hat also eine Win-Win-Sache. Und im Notfall kann ich mir einfach einen ganzen Sack voll Chach voll machen. In der Afterparty gibt's Obsidian for free. Ich brauche mir keinen Kopf machen. Das ist schön. Ich wollte mal ein bisschen Variabilität wieder reinholen, weil die ganze Zeit Bäume Pflanzen abbauen, abpflanzen. Na, das ist. Ihr kennt selber. Das kann ein bisschen zäh sein. Deswegen. Oh. Amethyst. Und Skalga ist auch dabei. Nice. In der Afterparty sind auf jeden Fall interessante Blöcke mit drin, muss ich sagen. Finde ich nice. Ich habe jetzt mal schon mal ein bisschen Holz unten reingeschmissen, dass ich so ein bisschen mal umwandeln darf zu Charcoal, weil wir so viel Sprucewood haben, dass ich da unten problemlos auslegen kann. Ja, also, man sieht, es ist mehr als genug. Phantome sind übrigens bis jetzt immer noch nicht aufgetaucht. Ja, was willst du machen? Sie wollen einfach nicht. Ich glaube, sie sind immer noch nicht schlafen. Von daher, ja, gucken wir mal. Ich will jetzt einfach noch mal ein bisschen die Seele ausbauen, klingen lassen, hier bei ein bisschen Blöcke schlagen. Gucken, was dabei rumkommt. Und einfach schauen, dass ich die Insel jetzt irgendwie auf ein Niveau kriege, wo ich sage, jo, das taugt mir mal, damit kann ich arbeiten. Zumindest können wir jetzt eine Enchanting Table schon mal bauen, weil wir müssen jetzt drei Obsidian schon haben. Das taucht jetzt immer wieder auf, das ist ganz praktisch. Und sobald jetzt die nächste Kuh irgendwann auftaucht oder ein Trader dabei ist, obwohl ich habe gar nicht geschaut. Weil wir müssen ja eh noch eine Kuh bestellen. Oder ein Tier bestellen. Das heißt, wenn irgendwas dabei wäre, wo ich sage, jo, dann darf er gerne mal eine Kuh mitbringen. Bestellen wir einfach eine oder zwei oder drei, je nachdem. Damit wir mal jetzt auch Richtung Enchanting gehen können, weil dann halten meine Werkzeuge auch ein bisschen länger. So, da ist Kollege Schnürschuh gelandet. Und wir können eine Kuh bei ihm bestellen. Ich brauche noch ein paar Dias. So, komm mal her hier. Perfekt. Farmville Gears. Bestellung ist aufgegeben. Höre ich da Lieferando? Wo ist meine Lieferung? Da hinten. Na dann. Nicht die schlauesten Tiere, muss man einfach sagen. So. Endlich können wir Leder herstellen. So, neuer Aufnahmetag, neues Glück. Ich habe in der Zwischenzeit ein bisschen was gemacht, ein bisschen ausgelegt, ein bisschen erweitert und ein bisschen eingekauft. Ja, wir sind hier so weit, dass wir bloß noch dieses Segment auslegen müssten mit Spruce oder ein bisschen Mischprodukt. Ich habe hier vorne mal ein Strip Lock mit rein. Das ist von der Ferne vielleicht ein bisschen, ja, nicht so linear ausschaut. Mal ein bisschen die Optik versuchen, ein bisschen reinzuholen. Mob Farm ist immer noch gut dabei. Haut immer noch gut raus. Wir haben einen zweiten Cherry Tree. Haben uns mal einen gekauft vom Trader. Und dirtmäßig sind wir auch schon sehr gut dabei. Da fehlt jetzt bloß noch diese Ecke und dann halt der kleine Ring. Beziehungsweise hier wird ja eh noch eine Kleinigkeit passieren. Ich habe da schon mir jetzt wirklich extrem Gedanken gemacht und habe eine Idee. Einzige Problem ist, mir fehlt Material. Dann, wie ihr gesehen habt, ich habe mir mal eine Rüstung gecraftet. Ich habe auch gefettfingert, weil der kleine Finger lag ein bisschen blöd und ja, ich habe mal ein paar mehr Hosen. Ne? Ist ja gut, wenn man mal ein bisschen zu viel isst, dann kann man mal eine andere Hose ausprobieren. Kühe sind auch schon dabei.
Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen was. Da können wir direkt mal eigentlich so ein bisschen versuchen, ein bisschen Leder abzugreifen. Also am besten mit der Axt machen, weil ja, sonst haben wir hier ein Problem. Naja, du willst es, ich weiß es. Und die geben interessanterweise auch noch ein bisschen Weed raus. Dann sollen wir einen Stack machen. Dann können wir einen Teil irgendwie anpflanzen. Und aus den anderen Teilen machen wir uns mal ein bisschen Paper. Dann können wir uns ein paar Bücher machen. Ja. Dann hätten wir nämlich schon mal ein Enchanting Table. Den würde ich mir jetzt einfach mal gönnen. Wir können auf jeden Fall anfangen, den ersten mal zu machen. Bookshelf. Zack. Er wird noch nicht viel bringen, aber Unbreaking 1 wäre schon mal was. Plan wäre jetzt eigentlich noch ein bisschen Verzauberung an den Mann zu bringen. Um zumindest ein halbwegs gutes Schwert hinzukriegen. Aber wir haben nur noch die halbe Durability drauf. Das ist okay. Rüstung sind wir am Start. Ja, ich würde sagen, it's time to call. Upsi. Und jetzt? Wave of 1 von 14. Okay. Okay, wo? Ach, der wird dann zum Mob-Spawner. Okay. Gut zu wissen, das Ding wird zum Mob-Spawner. Auch nicht schlecht, das ist cool gemacht. Ja, es ist gut zu wissen, dass der dann zum Spawner wird. Aber auch nicht, dass man es einsperren kann, weil die spawnen ja irgendwo auf der Insel. Ja. Das ist ganz cool. Habe ich 3 Leben? Also ich kann 3-mal sterben, oder was? Okay. Ach, Wave 2 in 14, 13, 10. Ah, okay. Aber es wird dann auf jeden Fall hier oben stattfinden, so wie es aussieht. Seems so. So im Radius von X. Das ist cool gemacht. Das ist cool gemacht, Leute. Das gefällt mir. Hat mal was. Ja, hau den Zombie. Er ist sauer. Danke. Das Problem ist, das zählt nicht als Kill von mir. Das ist interessant. Kannst du bitte aufhören, durch mein Feld zu laufen? Das ist nicht groß, aber hey. Ja, noch geht's. Ganz interessant. Die machen aber schon Damage, die Kollegen. Mit einer Schaufel bewaffnet. Was willst du machen? Den Garten umgraben oder was? Das ist cool gemacht. Mega. Also das alleine ist schon echt geil. Vor allem die Effekte, die aus dem Ding rauskommen, gefallen mir. Ah, und ich krieg. Oh, Ding kriege ich Keys geschenkt. Das ist cool. Das heißt, ich kann so viel spawnen, wie ich will. Das ist nicht schlecht. Bis jetzt kommen noch keine Creeper. Das ist noch sehr angenehm. Wenn noch Creeper dazukommen, nicht so schön. Hallo. Gut jetzt. Sehr schön. Ah, die werden dann umgebracht.
Danke. Noch ein Schlüssel. Leichte Aggressionsprobleme, Kollegen. Ihr solltet mal in Betreuung gehen. Trials Novize. Juhu. Und eine Enderperle als Geschenk. Okay, was ist das jetzt? Achso, abbauen. Oder? Ne? Wie kriege ich das jetzt raus? Your first one block, yes. Wie kriege ich das jetzt raus? Hallo? Shift right click? Nope. Wie vielleicht finden wir das in den Advancements? Oh, after party challenges. Ah ja. Start your, finish your first one block trials, yes. Wie komme ich an diesen Block ran? Shift rechtsklick geht nicht. Shift linksklick geht nicht. Abbauen geht auch nicht. Die Schlüssel. Ah. Ah, mit dem Schlüssel aufsperren. Aether. Das ist cool animiert. Das ist richtig geil animiert. Omnius Bottle Bad Omen 2. Was will ich damit? One Charge. 27 Emeralds, 2 Diamonds. Okay. Channeling. Okay. Gracias. Nice. Interessantes Prinzip. Fand ich schön. Fand ich nice animiert. Und die erste Runde ist okay. Muss man einfach sagen, es ist definitiv machbar. Es war jetzt nicht die Herausforderung an sich. Auch wenn die schon ein bisschen wehgetan haben, die Jungs. Gut, dann würde ich sagen, ist wieder einiges passiert hier. Wir haben unseren ersten Trial geschlagen. Ja, wir müssen noch ein bisschen in den Advancements rumfuhrwerken. Aber dafür brauchen wir noch ein bisschen mehr Material und im besten Fall vielleicht sogar eine Elytra. Ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Von daher, ich bereite noch ein bisschen vor. Vielleicht schaffe ich es, die Insel so zu gestalten, wie ich es vorhabe in meinem Kopf. Lass dich überraschen. Ja. Das wäre ganz praktisch. Aber fürs Erste würde ich sagen, trotzdem schon viel passiert heute. Ja, in diesem Sinne, wenn es dir gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen, wäre nice. Es geht vor allem an die 75%, die hier reingucken und noch nicht auf so Button gedrückt haben. Wäre nett von euch. Dankeschön. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, beziehungsweise bei den anderen Folgen vielleicht auch. Ein bisschen Volcano Bock, ein bisschen Skybeast 2. Ja, viel Spaß bis dahin. Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.